versuche natürlich jetzt hier wirklich irgendwo einen Kanister zu bekommen. Oder geschweige irgendwas anderes. Guck mal, da steht Boote. Ja, da hat einer die Boote hingestellt. Ein anderes Boot gibt es auch noch. Das eine hat ein Dach. Das andere hat keinen. Und, aber die sind arschlangsam, Leute. Also echt. Die sind richtig langsam, die Boote. Glück haben. Ist da irgendwas drin in dem Boot? Hier kann man gar nichts reinmachen, okay. Jetzt mal tiefer. Ach, stopp. Ich habe das nämlich an, wenn man, glaube ich, schwimmt, dass man Sachen verliert. Da habe ich nämlich jetzt gar keinen Bock zu. Hier kann man auch nicht Gier machen, okay. Ja, wir fahren auf jeden Fall mit dem hier weiter. Ey. Was soll das denn jetzt? Komm weg hier. Gib Gas. Eigentlich stehen die Boote, standen früher immer hier drinne. Da haben die sonst drinne gestanden. Da steht ein Bus. Da steht ein Bus. Leute, da steht ein Bus. Wir jetzt doch endlich unser Fahrzeug. Boah, irgendwie leckt es gerade. Aber ganz gewaltig. Ja, mein Ping geht jetzt hoch. Vielleicht ist jetzt endlich mal YouTube ein bisschen fixer. Aber ich will den Bus oder boah, ich will diesen Bus jetzt haben. Weil wenn der heile ist, ist das unser. Der muss nur Sprit haben. Wie sieht das aus, wenn den einer hier in die Wand gesetzt hätte? Haben wir erst ein Boot, jetzt haben wir einen Bus. Ja, was wollen wir noch mehr, ne? Jetzt bluten wir noch. Okay, also der Bus hat keinen Sprit. Dann gibt man den in den Backside und dann kann man Gier machen. Waffen ohne Ende und Full Tanks. Aber Alter, was geht denn hier ab? Der Full Tank ist jetzt unser, das Sprit hauen wir da rein. Auf jeden Fall ohne Ende Munition.
Leute, 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 ist das cool. Ja, wir haben unseren Bus, Leute. Wie genial ist das denn mit Waffen? Was weiß ich nicht alles. Ist natürlich jetzt hier ziemlich viel los. Was kommt jetzt für eine Stadt? Auf jeden Fall bräuchte man eine Tankstelle, dass wir den Bus tanken. Dann wird es weitergehen. Dann würde ich mich erstmal verpieseln. Langsam eine Brücke, immer als Tipp, Leute, fahrt langsam. Es gibt Buggy manchmal, dass man dann fliegt. Ja, bis zur nächsten Tankstelle werden wir auf jeden Fall kommen, die kommt ja vorne. Ich sehe jetzt hier keine Zombies, das bedeutet, wir haben wirklich Ruhe. Ob das jetzt ein Cheater-Bus ist oder Peng, wenn ich ganz ehrlich bin, interessiert mich gerade herzlich wenig. Was mich einfach interessiert, ist einfach, dass wir ein Fahrzeug haben. Da steht der Van. Da hat einer Munition abgelegt oder irgendwas anderes. Da wurde ein Bus kaputt gehauen. Full Jerrycan. Mit Full Bus. Wird jetzt ein bisschen dauern. Kann schon mal gucken, was hier drin ist. Leere Dosen. Sonst nichts. Gut. Weiter geht's. Ja, das zieht sich jetzt natürlich erstmal ein bisschen hin. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen leise, weil ich mich wirklich jetzt hier höre. Nicht, dass hier gleich einer kommt. Ich habe keinen Bock zu sterben. Wir hauen den Bus auf jeden Fall voll und machen uns den einen Jerrycan wieder voll. Dann sollte es auch gut sein. Ja, Bus ist voll. Erstmal weg. Ich will auch gucken, was richtig in dem Bus drin ist und dies und jenes. Aber wir müssen erstmal weg. Klar sind wir jetzt Opfer in dem Sinne, weil man kann uns durch den Bus perfekt erschießen.
der Bus halt halt einen Wendekreis wie ein Panzer. So. Volle Pulle. Los, weg. Dass wir uns gleich mal umgucken können, was wir hier drinne haben. Auch, dass der Tacho sich bewegt, die Drehzahlen gehen. Ich glaube, und dann war es das auch schon. Ja, wenn man richtig Bölte macht, geht das Ding schon gut ab als Bus. Aber wir fahren hier mal halt mit E. Bleiben mal ganz kurz stehen, hier sind keine Zombies. Ich würde sagen, wir machen uns hier auf den Weg irgendwo erstmal, weil wir können auch mal gerade hier Engine off. Gehen nach hinten und gucken jetzt erstmal, was hier drin ist. So eine AK, eine CZ5050, eine F and Fail. Mhm. Ja, das ist die, die wir haben. Und der M4A3 CCO. Die braucht die 30 bei uns Standard. Dann haben wir hier nochmal Munition für unsere Waffe. Eine Kok SVD. Was ist das denn hier im Magazin? Das kenne ich gar nicht. Ja, leider kein leider kein Nachtsichtgerät. Aber sonst eigentlich alles, was wir brauchen. Den Jerrycan schmeißen wir hier erstmal wieder rein. So haben wir wieder ein bisschen Platz. Und nehmen uns lieber die Cola noch mit. So. Und dann fahren wir mal weiter. Ab geht's. Wir gucken mal wieder von außen. Und fahren erstmal. Ja, ab bis nach Dolina. Müssen wir erstmal irgendwo ja hin mit dem Bus. Man sieht ja hier, es spawnt gar nichts. Ich werde vielleicht nochmal irgendwann ins Industriegebiet fahren, dass wir einen neuen Motor bekommen, weil der Engine ist ja rot. Ja, wir haben auf jeden Fall einen Bus. Finde ich richtig geil. Wir haben auch lange Folgen jetzt gebraucht, um ein Fahrzeug überhaupt zu haben. Aber so ein Glück, dass wir ein Boot haben und sofort, ja, 15 Minuten später, in dem Sinne, also eine ganze Folge später, dann sofort ein Bus. Also. Mehr geht nicht. Hier drücken wir jetzt mal E, dass wir ein bisschen schneller vom Feld kommt. Ja, Leute, es geht auf Monat. Es geht auf Monat 11 zu. Und ich erhoffe mir, dass man so langsam mal nähere Informationen über das Standalone bekommt. Ich habe natürlich jetzt, muss ich ganz ehrlich zugeben, wieder mal geguckt bei Rocket, was er so schreibt, etc. Heilige Scheiße. Haben wir uns jetzt greifen können, da kommen wir gar nicht durch. Aber halt hier oben lang zu kommen. Der gar nicht um die Kurve fahren. Ich glaube, weil wir jetzt einen guten Reifen haben. Ach, er kommt.
es wird. Da sind doch wieder Leute runtergegangen. Ich wollte gerade sagen, es wird voll. Man merkt es, aber mein Pink. Ja, ist auch alles ganz okay. Aber irgendwo ist, glaube ich, jetzt der Reifen kaputt, dass das Teil jetzt nicht mehr so lenkt, wie ich soll. Aber das macht nichts. Ich muss dann halt ein bisschen mit Vorsicht alles genießen hier gerade. Dann klappt das auch. Wir müssen irgendwo erstmal weg.